Wir haben einen Brief an die Stadt geschickt, weil wir gerne bei diesen Sitzungen von der Stadt auch gerne mitreden wollen, wir als Bewohnerbeirat. Und ja, die reden viel, glaube ich, auch über das neue Wohnheim jetzt und über so verschiedene Sachen, also was bei uns in der Firma auch so jetzt passiert und was so geplant wird. Und da wollten wir eben gerne mitreden. Ja. Der Beirat ist eigentlich dafür zuständig, die Mitbewohner in einem Wohnheim zu vertreten, der sich also um das ganze Miteinander in einem Wohnheim kümmert, in Assistenz zur Heimleitung. Das bringt mir total Spaß, Leuten zu helfen und auch mit Leuten zu reden. Und ich habe auch einen sehr guten Kontakt zu den Leuten von meinem Haus und das gefällt mir ganz gut. Wir haben doch einiges erreicht, jetzt auch im Zusammenhang mit dem neuen Wohnheim. Die Stadt Flensburg dazu zu überzeugen, dass wirklich Plätze fehlen und dass wir uns diese Plätze dann auch endgültig jetzt bewilligt bekommen haben, sodass wir jetzt auch im Gesamtbewohnerbeirat darüber beraten können, wie ein Haus aussehen muss, damit es ein angenehmes Leben da ist und auch ein angenehmes Arbeiten. Wir hatten schon eine Sitzung gehabt und da durften wir auch unsere Wünsche und Sachen sagen, also was wir auch wollen, was in das Wohnheim dann auch mit reinkommt, also Barrierefreiheit und so eine Vorschläge, also durften wir schon machen, was da alles reinkommt. Grundsätzlich macht man auch Versammlungen im Haus. Es gibt dann auch den Kummerkasten, wenn einer meint, also er hat etwas, möchte aber nicht so gerne in den Vordergrund treten, kann er das also auch in einen Kummerkasten schmeißen. Wenn ich auch was alleine auch geregelt habe und die Leute eben zu mir kamen mit ihrem Problem, ich finde das immer schön, dass ich denen helfen konnte und habe dann auch ein gutes Gefühl, ja, fühle mich dann auch gut.